Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Alcaramba und das Spiel heißt World of Tanks und der Panzer ist der E25. Der E25 ist ein häufig gesehener Panzer, gerade in der Let's Play und YouTube-Szene. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen reduzierter, natürlich auch, weil er immer exklusiver wird, sozusagen, je länger man ihn nicht kaufen kann. Gespielt wird hier das Ganze von Lord LM2711. Wenn ich ihn irgendwie falsch ausgesprochen habe, tut es mir in irgendeiner Form leid. Aber mir erschließt sich der Hintergrund vielleicht nicht so ganz wie dir selber. Ja, E25, wie gesagt, ein super Panzer. Sehr schnell, sehr flink, sehr agil. Eine unglaublich schnell schießende Kanone. Das Einzige ist der Durchschlag. Der könnte ein bisschen höher sein, aber ist mit 150, mit 194 für einen 7er, der ein verbessertes Matchmaking hat und höchstens in T8-Gefechte kommt, immer noch absolut akzeptabel. Und in einem Gefecht wie hier diesem, wo man mit Tier 7 Top-Tier ist, absolut in Ordnung. So, er nimmt sich hier mal den klassischen TD-Spot, wo man von oben die erhöhte Position hat und wirklich hier drüben auf den Gegner wirken kann. Jetzt ist das Einzige, was er noch braucht, Gegner, die er findet und beschießen kann. Da vorne ist auch schon der erste KV-85. Kommt aber hier nicht drauf, das steht scheinbar in einer Art und Weise, wie er ihn nicht beschießen kann. Da drüben aber jetzt eben PZ mit Auto-Aim drauf. Nochmal, und da sieht man die unglaublich schnell schießende Kanone. Aber der ist auch nicht mehr zu erreichen. Jetzt nochmal auf den PZ. Ich sehe sie nicht mehr. Nee, jetzt war es nicht mehr. So, wo ist der IS oder der Panther? Da schießt er auf gut Glück, einfach woher er hinten steht. Aber jetzt kriegt er ihn auch. Ich würde mal sagen, Auto-Aim Mods sei Dank kriegt er hier teilweise die schnelleren Hits hin. Aber nochmal, die Mod ist erlaubt. Ich selber finde es auch eher grenzwürdig. Darf ich auch an dieser Stelle mal verraten. Aber sie ist erlaubt, man darf sie nutzen. Von dem her ist die Diskussion müßig. Ich selber nutze sie natürlich nicht. Aber jeder, der will. Und vielleicht macht sie auch den einen oder anderen etwas besser und etwas stärker und hilft ihm, das Spiel vielleicht in Zukunft ein bisschen besser anzugehen. Jetzt hat er hier sehr viele Panzer seitlich, die er angreifen kann. Bekommt hier aber auf einmal vom T29 rechts von ihm einen Hit, bei dem auch sein Motor rausgenommen wird. Und das ist sehr ärgerlich, wenn der Motor mit dem Panzer weg ist, weil er lebt eben sehr stark von seiner Agilität. Da ist die Arti, kriegt er den Kill mit noch 50 Struktur, was er gehabt hatte. So, der S traut sich hier nicht ganz. Gegner verteidigt hier so ein bisschen schwach, hätten sie besser verteidigen können, weil man darf nicht außer Acht lassen, sie müssen hier angreifen, die Grünen in dem Fall. Rot müsste nur verteidigen, aber irgendwie haben sie sich da ein bisschen schlecht gestellt. T29 ist ein One-Shot natürlich. Bei der Struktur. Da der VK. Ah, und da sieht man jetzt gerade, der Durchschlag teilweise ist einfach sehr reduziert. Jetzt geht er auf den Firefly. Und IS. Schöner Hit. Firefly beschwert sich natürlich gleich, dass er hier das Scheißteam gehabt hat. Ist ja klar. Aktuell ist er bei 3 Kills. Aber wie gesagt, auch hier in dem Fall sieht man mal den Nachteil der Auto-Aim-Mod. Man hat jetzt hier schon den Gegner drin, weiß aber gar nicht, trifft man überhaupt. Also auch die ist verfälscht so ein bisschen. Aber jetzt natürlich sieht es ein Blinder mit Krückstock. Rammeln mit dem Panzer würde ich jetzt eher nicht normalerweise. Beim MT ist es jetzt halb so wild, aber sonst keine gute Wahl. Hat ja jetzt den vierten Kill auf der Uhr. Und da jetzt den VK seitlich.
Da kann er schön reinhalten. Man sieht der Schaden bis so um die 120, aber es langt einfach aus. So, und da hat er den nächsten, den T67, auf den er hier in dem Augenblick schießt. Damit hilft er den Tiger 1. Jetzt ist er tot, jetzt ist da noch ein Panther. Schießt auf den drauf. Also hier in dem Replay sieht man jetzt ganz klar, dass diese Mod eine definitive Hilfe ist. Wie gesagt, auch nochmal ganz, ganz klar auch das Wort von mir. Ich bin kein Fan davon, aber das nicht zu zeigen, dass es das nicht gibt, ist einfach auch Quatsch, weil, ja, sie ist mittlerweile schon sehr weit verbreitet. Ist auch in jedem größeren Modpack auch mittlerweile am Start. T34-85 jetzt hier. 6 Kills hat er auf der Uhr. Und jetzt da nur noch der Tiger. Und da kommt er seitlich nochmal drauf. Kann hier jetzt noch ein bisschen Schaden austeilen, weil HP-Pool hat der Tiger en masse. Ja, und dann sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.